Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 5 mit mir, dem David. Letzte Folge sind wir aber sinnlos durch die geküpft, weil wir keine Ressource hattet und deswegen habe ich die Cry mal ein bisschen laufen lassen. Und man sieht schon, wir sind hier auf Level 10 und höher Level 10. Das heißt, die ist schon fast so gut wie unter und wir haben da eine Menge Ressource gekriegt, weswegen die jetzt auch stoppen musste, die Quarry. Hinter mir ist das Rumgeeier von irgendwas Grünem. Ich schätze, es sind Q-Bots, weil da, wie es aussieht, ziemlich wie Lava ist. Mir hat auch höllisch viel Obsidian kriegt. Und Diamante aber bloß relativ wenig, weil hier ein paar am Rand sind, die Quarry ja mitnehmen kann, weil ihr wisst, senkrecht runter macht. Und genau, die nehmen jetzt mal mit, weil und so. Und wenn die natürlich nur sonst mehr Diamanten hier oder irgendwas anderes Wertvolles hier an der Seite sind, findet, dann wollte ich das dann auch leer machen. Später wollte ich das Teil, werden wir mal gucken, ob man dazu kommt, eine Pumpe zu bauen, also eine Red Power Pumpe, weil die macht es dann einfach nur heftig schnell leer, weil die ist einfach nur so übles Teil. Wir können natürlich auch mal zum, das ist eigentlich auch mal so leer, Buller, also hier am Rand. Da muss aber die Quarry fertig war, da ist hier am Rand alles komplett mit Cobblestone hoch. Da ist doch kein Wasser mehr nachfließen kann und dann die eine stinknormale Dingpumpe aufstellen, was aber wahrscheinlich funktionieren wird. Eine stinknormale Buildcraft-Pumpe, was aber wahrscheinlich funktionieren wird, weil Wasser, weil die Wasser-Source-Blocks dann ja wieder neue Ding bildet. Müsste zumindest sagen, ich kann mal gucken, ob das so geht, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Dazu muss aber auf jeden Fall erstmal die Quarry fertig werden. Und genau, dann können wir das mal ausprobieren, falls wir überhaupt noch zeitig dazu kommen, falls dann StarCraft 6 raus ist. So, dann haben wir jetzt ja wieder Ressourcen. Jetzt wollen wir mal unter anderem jetzt auch wieder 8 Diamanten mehr. Gerade mal schnell so. Und laufen wir mal schnell rüber. Und dann sieht man schon, da muss ich nochmal 2 Barrels hinstellen. Nochmal einen mit Cobblestone und einen mit Dirt. Und dann muss ich das meiste auch noch hier rüber bringen, damit hier das auch noch ausreicht. Weil, und ich sehe gerade, da hätte eigentlich noch ein bisschen was reinpasst und ich habe mal wieder drauf geachtet. Oh, 16 Diamanten, sehr gut. Genau. Da muss ich schon weiter, weil das sonst alles übergelaufen wäre. Und dann sieht man auch schon, wir haben hier ordentlich falsches Ding, doch, das auch. Wir haben hier ganz viel Zeit gekriegt. Und mit ganz viel meine ich ganz viel, weil ganz viel und so. War das gerade Eiser? Das war Ferris. Genau, da sind noch mehr Erze. Und da sind die ganzen Gems, wo auch total übertrieben ist. Was mir auch ganz viel gekriegt hat, war das Psycraft-Zeug. Und das ist jetzt selber hier drin in den Barrels. Und mir hat auch ganz viel von den Tough-Chunks gekriegt. Und auch relativ viel Redstone. Und man hat eigentlich von allem viel gekriegt, von dem her. Da ist das ganze Obsidian auch übelst viel. Also das war alles, was die Cryo ausgebildet hat, weil hattet ja gar keins mehr. Oder solltet keins mehr kettern und so. Von dem von vor der Quarry sozusagen. Dann machen wir die mal aus. Aus welche Gründe weiß ich jetzt auch da. Und genau. Wir fangen an mit dem Logistics. Mit den Logistics Pipes. Und zwar braucht die Logistics Pipes braucht die natürlich Strom. Dazu habe ich letzte Folge ja schon gesagt, brauchen wir so eine Power Junction. Und die braucht das alles. Und dazu brauchen wir aber auch eine Basic Logistics Pipes und Pipe. Und das ist so eine. Und genau, die werden wir jetzt mal machen. Ihr müsst irgendwo eine Redstone Fackler rum Gammler kettern. Da. Sehr gut, dann brauchen wir 2 Dias, Glas, 2 Dias, nicht ein Dia, 2 Dias, 2 Dias, Glas und Redstone brauchen wir oder so. Redstone brauchen wir oder so. Ist dann Redstone drin? Dann nehme ich das. Nein, da ist keins drin. Nehmen wir halt dies da mit. Lieber zu viel als zu wenig. Und dann rennen wir mal hoch zu unserem Zeug. Und mir hat ganz viele Eisen gekriegt und auch relativ viel
Gold. Das Kupfer habe ich jetzt dann nur durchgeschmelzt, weil es dann scheinbar nur alles auf einmal volllaufen wurde, weil es war ja um die 5 Stacks, um die 5 Stacks Orze. Und es wäre dann viel zu heftig gewesen für die komplette Anlage. Oder für die Kiste zumindest. Und genau, dann brauchen wir hier die Diamond Transport Pipe. Pipewasser. Und so. Wir brauchen insgesamt 16, das war heißt, die nehmen noch ein bisschen Gold mit. Das heißt, wir brauchen da noch, wenn es ist, selber 14, müssen wir da noch rein. Und ich habe genug Redstone. Muss man dann mal Redstone holen gehen. Juhu, da ist total geplant. Also, bis aufs Detail geplant. Da sieht man, ich habe es hier runter verlegt, damit ich es leichter ein- und ausschalten kann. So, jetzt habe ich es mal aus. Und zum Anmalen muss ich es dann ja was wieder doppelklicken, so wie ja nicht immer. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt mal mehr Redstone. Nein, ich. Nicht du. So. Nicht du. Nicht, nein, 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 halt, stopp. Und so. Von denen brauchen wir nämlich kleine, ganz viele. Von denen goldene. Und was so, okay. Dann machen wir jetzt mal unsere erste. Nachdem wir die drei da oben jetzt mitgenommen haben, das zehnte Mal auch runtergerannt sind. Unsere erste Basic Logistics Pipe. Dum da da dum 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 da da dum 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 da 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 da. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Könnte ich falsch werden? Weil es sieht schon so ziemlich falsch aus. La 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 la. Ich kann falsch werden. Das ist falsch. Obwohl sie sieht gerade mal schlecht aus. Sehen wir gleich. Und zwar jetzt. War es falsch? War so klar. Da da. Warum habe ich jetzt da mitgenommen? Das. So. Genau. Dann haben wir das. Okay. Und dann brauchen wir, wie schon gesagt, so eine Basic Logistics Junction. Das brauchen wir also. Und gucken uns das Teil mal an. So. Okay. Ich hoffe, ihr habt es mir mal. Ich hoffe, ihr habt mir jetzt mal alles gemacht. So, das war. So. So. Nein, in dem Fall war es oben. Tada! Logistics Power Junction. Sehr gut. Das Teil platzieren wir jetzt. Sehr schön die Frage, wo platzieren wir das Ding überhaupt? Ich hätte schon fast. Nee, das war hier oben ist schlecht. Set was fu. Fu. Ich glaube, ich platziere es ja von der Geite so. Dann sind wir schon mal alle glücklich. Jetzt habe ich eine halbe Stunde für die Entscheidung braucht. Ja. Ich bin schlau. Nehmen wir mal Stack Eisen mit, weil das brauchen wir auch. Und zwar brauchen wir dann auch noch Stack Redstone dazu. Passend halt. Tipp. Und ich bin gerade mal kurz weg. Und da sind wir zurück. Okay. Und zwar habe ich das gerade schon mal hier rein platziert und da hat leider schon nichts gemacht, deswegen blob. Und wenn man jetzt eins anderes auch noch anklickt, dann wird es so dunkel. Wie man da gerade schön bei der Redstone Iron Chipset sieht. Und der macht jetzt immer abwechselnd. Redstone Golden, Redstone Iron, Redstone Golden, Redstone Iron. Und wenn ihm natürlich jetzt Gold ausgeht, macht er dann natürlich bloß Iron. Das geht natürlich auch noch mit mehreren. Also ihr könnt nebenher auch noch Redstone Chipsets oder andere Sache in dem Assembly Table mache, dass der die immer abwechselnd macht. Das ist vor allem praktisch, wenn man wie jetzt mehrere Sachen nacheinander braucht, dann läuft es Vollgas durch und so. Genau, hier oben habe ich dann zwei Tanks platziert, wollte ich da sagen, so dass man da immer mit den Cells reinkommt und dahinter immer zum Tank da muss und vor allem auch warten muss, bis der Tank immer wieder aufgefüllt ist. Also der Ender Tank. Und ich habe hier nochmal Stockwerk drauf gebaut.
Wollte ja nicht auch eine Sage. Genau. War das, was ich nur sagen wollte. Okay. Dann rennen wir mal wieder runter. Und behold dann mal unser Lager bis oben. Also. So. Mir braucht jetzt die. Okay. Mir braucht jetzt da, wo die Barrels sind, also auf der Höhe, muss das komplette voll mit Chassis Logistics Pipes. Deswegen habe ich auch die einen Chipsets gemacht. Wir brauchen nämlich die Mark II. Und zwar mit denen Dinger. Und Minecraft ist abgestürzt und deswegen sage ich bis gleich und so und bla bla bla. Hallo und da sind wir wieder zurück zu Let's Play Sotika 5 bla bla. Das habe ich vorher schon gesagt. Schon alles bla gesagt. Und genau, die laufen jetzt hier durch. Und sie war eigentlich vorher da unten, aber ich stehe jetzt hier oben. Aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich mit Minecraft da oben abgeschmiert. Und dann bin ich runtergelaufen und dann war es weg. Auf jeden Fall müsste dahinter der Layer mit den Logistics Pipes. Und hier müssen wir noch gucken, weil ich glaube, dann mal hier in der Mitte eine Reihe Logistics Pipes, hier in der Mitte eine Reihe Logistics Pipes, hier Barrels. Hier kommt der doppelte Weg, dann können wir das nämlich so lassen, ja. Genau, da kommt Barrel, da kommt Weg, hier kommt wieder Weg, dann kommen hier die Barrels, kommen dann dahin und dahinter kommen wieder die Reihe Logistics Pipes und gleich auf der anderen Seite auch. Genau, und die wartet mir in der Ecke, oben links. Da. Irgendwie ganz komisch anzeigt die Logistics Pipes. Keine Ahnung warum. Aber das muss eine Reihe weiter vor. Dann können wir die Barrels da auch weg. Okay. Das heißt, mir braucht jetzt erstmal Logistics Pipes. Und die sind ja auch gerade in der Mache. Und ich hoffe, die sind so langsam mal ein bisschen schneller in der Mache. Los, mach endlich! Er macht das Letzte. Hier an der Seite sieht man, by the way, ja immer, wie viel das Redstone Golden Chipset oder das, was gerade macht, braucht. Wie viel er aktuell gerade drin hat, also wie viel der Balken insgesamt hoch ist und wie viel er aktuell im Balken drin ist. Und dann wie viel er gerade verbraucht. Das hier ist maximal bei 4 Laser, die jetzt gerade angeschlossen sind. Man sieht auch, ich gebe da jetzt 20 aus. 20 Dings. Vorher hatte ich noch 15, da ist aber so 15 gelaufen, also habe ich es noch ein bisschen hoch gemacht. Weil es soll ja schneller gehen, schon mal Ziel. Und genau, dann habe ich mir gerade mal kurz erkundigt, weil ich habe die hier gesehen. Die Logistics Head-Up Display Glasses. Die sind so absolut geil. Und zwar für die, die sie von euch nicht kennen, es gibt ja die Google Glasses. Oder die sind gerade in der Entwicklungsphase, soll bis Ende dieses Jahres fertig sein. Das sind dann eine Brille mit einem Projektor an der Seite. Und da hat man dann eben ganz viele Funktionen. Also wie ein Handy nur auf einer Brille drauf sozusagen. Und das ist das Teil auch. Wenn man dann zum Beispiel auf eine Pipe drauf guckt, dann sieht man, was die Kiste, die neben der Pipe steht, drin hat. Oder was die versorgt. Oder was sie craftet. Für was die also da ist, die Pipe. Und so, solche lustige Sache, die ist aber noch im Alpha-Stadium, deswegen will ich die noch nicht benutzen, dass mir dann Minecraft abschmiert. Obwohl zum Schluss eigentlich gerade mal so schlimm wäre, aber das kann ich dann in der letzten Folge ja mal machen. Genau, dann Redstone habe ich jetzt oben lassen. Das brauchen wir natürlich, ist irgendwie logisch. Und so. Da, 58, nein, aber das. Braucht er alles da oben, das ganze Redstone. Haben wir nichts? Nein, wir haben kein einziges Redstone mehr. Übrig. Nur nochmal da so das Deck mit. Haben wir Holz. Ein bisschen was. Dann machen wir mal kurz so. Dann die Teile mal ganz dahinter. Und man sieht auch, wir haben ganz viel Water Shards auch gekriegt, weil wir haben ja im Ozean Bullet und da Water Shards im Wasser sind oder am Wasser. Da haben wir aber ganz viele von denen gekriegt. Mehr braucht dann noch Holz. Und
Dann gehen wir hier hin. Stelle das schöne Rezept ein mit dem Glas, von dem ich genug habe. Davon brauchen wir nämlich viel mehr. Mal das Glas dann da rein. Die kommen in die Mitte. Ne, die kommen doch. Jetzt bin ich durcheinander. Wir brauchen insgesamt 7, 14 Stück brauchen wir da also. Was, zwei. Dann brauchen wir auch 14 Dingsos. Das reicht hoffentlich. Jo. Jova. So. Reicht das. Und dies kommt natürlich hier. Das kommt direkt andersrum. Natürlich hier die Innenseite blöd und weiß, wie es geht. Natürlich hätte ich aber die Basic Logistics Pipe nochmal statt. Ja. Jetzt passt, hat es wahrscheinlich wieder passt. So. Hallo? Ah, das Glas ist schon mal ausgegangen. Ich habe gedacht, hä, was will der? Aber das Glas ist schon bloß ausgegangen. Von dem her. Verzeihen wir nochmal ein Project Table. Und sage, es tut mir leid, Project Table. So. Gut. Dann brauche mir einmal eine Requests Pipe. Mark 2, Mark 1. Brauche mir mehr Gold-Dinger und ein Diamant-Ding. Quickstar brauchen wir auch noch. Module, also brauchen wir drei, schon mal zwei Diamant-Dinger. Und nochmal zwei Gold-Dinger. Haben wir nochmal zwei Redstone auch noch rein. Zwei Diamant-Dinger brauchen wir auch noch. Und zwar eins zum Sortieren und eins für die Mark II Request. Das sonst müssen wir nämlich das Teil immer mit dem Wrench aktivieren. Und so geht's auch ohne. Von dem her sind wir mal glücklich. Nein. So. Und uns von Nummer 2. So. Dann macht er die Delle auch noch parallel. Sehr gut. Genau, und dann brauchen wir dann nämlich hier, das wollte mich und zwar um langes, um Längen und halt ausreiche. Müssen wir da jetzt nämlich mal die Teile hier abreißen. Da war eine Portal Gun gar nicht mal so schlecht für die, die wissen, was eine Portal Gun ist. Die Portal Gun ist also ein Teil, mit dem man Portal schießen kann. Dazu müssen wir aber jetzt einen Wither Boss, Wither Dings töten. Und dazu haben wir die Sache da. Da mir bloß schlecht Wither Skelette töten könnt. Weil dazu brauchen wir Wither-Köpfe und wenn uns Minecraft immer abkackt, wenn man Wither-Skelett tötet, ist das schlecht. Und da mir wahrscheinlich auch das ganze Haut überleben wartet, den so ein Wither-Kampf. Und genau. Dann mit dem kann man dann aber auch die Teile hier verschieben und auch Portale erzeugen und so zeigen. Aber das ist gerade bloß nebensächlich. Und zwar müssen wir es gucken. Okay. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ich nehme hier mir zuerst. Wir haben nirgendwo mehr Barrels. Leere. Ernsthaft. Hä? Das ist gerade von selber gelaufen. Okay. Ah, oh, es klingelt schon wieder das Telefon. Aber ihr seht, die Folge gerade, die Folge ist sowieso wieder rum und deswegen sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft 5 mit mir, dem David. Tschüss.